Herr Nägelin, Ihre direkte Konkurrentin Elisabeth Ackermann ist im ersten Wahlgang schon gewählt worden. Wie nehmen Sie das Resultat auf? Es war zu erwarten, nachdem man eigentlich jetzt schon das Zwischenresultat gesehen hat. Und die direkte Konkurrentin war es vor allem mit ihrer Umfrage, die sie gemacht haben. Und dort sind sie offenbar daneben gelegen. Die Umfrage hat offenbar nicht die richtigen Resultate gezeigt. Aber was bedeutet jetzt das für einen zweiten Wahlgang? Also ihre Umfrageresultat, was sie ja braucht, kann natürlich auch sein, dass die Linken mobilisiert worden sind. Und für einen zweiten Wahlgang lassen wir unsere Strategie gleich. Das heisst, dass jetzt Baschi Dürr und Sie gegen Hans-Peter Wessels antreten? Das heisst, wir würden das Bündnis der Bürgerlichen weiterziehen und das werden Baschi Dürr und ich.